Christian. Oh. Ja, hallo. Ich bin ganz schön aufgeregt. Ich stehe hier, weil ich meinem Herzen gefolgt bin. Deshalb bin ich beim letzten Mal hier gewesen. Und ich war so berührt und es hat sich so familiär angefühlt, dass ich gerne mit euch was teilen möchte, meinen größten Schatz. Und weil ich mich so verbunden fühle, also ich habe überlegt, wie kann ich das machen. Es handelt sich um eine Heilmethode, die ich von meinem Meister in Indien gelernt habe, Sri Kaleshwar. Und die möchte ich gerne mit euch teilen, ohne dafür irgendwas von euch zu bekommen. Ich möchte euch höchstens bitten, eine Spende für den Verein, damit das hier noch größer, noch schöner werden kann, zu geben, wenn ihr euch dazu entscheidet. Das ist natürlich eh alles freiwillig, ich möchte es nur vorstellen, weil man das auch bisher noch nicht so kennt. Das ist eine 7000 Jahre alte Methode. Die stammt aus der südindischen Siddha-Tradition. Und in dieser Tradition, da gibt es eine sehr interessante Prophezeiung, die möchte ich hier mal wiedergeben. Die sagen, die ist Jahrtausende alt, es wird eine Zeit kommen, in der die Menschen für alles eine Pille haben. Eine Pille zum Glücklichsein, gegen Kopfschmerzen, gegen dies, gegen das. Und eventuell kommt euch das irgendwie bekannt vor. Es geht aber noch weiter, diese Prophezeiung. Dann werden die Menschen die Essenz des Yoga wiederentdecken. Also nicht nur Hatha-Yoga und so, sondern wirklich Yoga. Die Verschmelzung der individuellen Seele mit dem kosmischen Bewusstsein. Und dann werden sie ihre Medikamente wegschmeißen. Ja, und aus dieser Quelle möchte ich euch diese Methode anbieten. Also normalerweise hat das natürlich auch einen Preis. Ich lebe davon. Ich sage es euch einfach mal, damit ihr wisst, was ihr gerne aus ganzem Herzen dem Verein geben könnt. Normalerweise 270 Euro. Ihr könnt das alle so bekommen. Ich habe so Gutscheincodes gemacht, damit könnt ihr mir eine E-Mail schicken und dann mache ich das so. Das geht als Fernheilung. Und damit ihr versteht, worum es geht und entscheiden könnt, damit ihr so ein bisschen Stoff habt, ist das jetzt vielleicht genau das Richtige für mich oder nicht, erkläre ich das natürlich kurz, worum es geht. 10 Minuten sind viel zu knapp. Ich kann da auch eine Stunde drüber reden, um es so ungefähr anzureißen, worum es geht. Die Methode nennt sich Reinigung des Schoßchakras. Aber wenn ihr Chakra hört, denkt ihr vielleicht, okay, das ist eins der 7 Chakren. Welches denn? Nee, nicht ganz. Es gibt viele Chakren. Es gibt zum Beispiel auch das Kala-Chakra, das Chakra der Zeit. Das ist das, was im Grunde den Buddhismus ausmacht, was Buddha entdeckt hat. Und das Schoßchakra, Chakra bedeutet im Grunde eine Perspektive auf die Realität, aus einem bestimmten Winkel. Und das Schoßchakra, mit Schoß ist der Mutterleib gemeint. Und im Mutterleib haben wir nämlich noch Kontakt zu unserer Seele, ganz stark, ohne diese ganzen Illusionen. Wir sind abgeschirmt in einem geschützten Raum. Und vor allem habe ich das Gefühl, dass es eben, weil ich so berührt war, dass hier die weibliche Energie auch so geschätzt wird in diesem Kreis. Deshalb hatte ich das Gefühl, ich möchte das gerne mit euch teilen und keine irgendwelchen Bedingungen stellen. Höchstens die Bitte, ihr bekommt ein Geschenk, gebt was dafür. Nicht mir, sondern dass das hier noch weiter wachsen kann. Dass wir zum Beispiel, es war die Rede von einem Fest, das wäre eine gute Möglichkeit, wie man das dann bündeln kann, was ihr gerne zurückgeben möchtet. Es ist so, diese ganze Unterdrückung, dieses ganze System, der Dreh- und Angelpunkt ist die Unterdrückung der weiblichen Spiritualität. Es reicht meiner Meinung nach, eine ganze Bevölkerung eines Planeten zu unterdrücken,
wenn man zulässt, dass eine bestimmte Anzahl von Vergewaltigung und von unfreiwilliger Ehe und diese ganzen Strukturen, das zuzulassen, wenn die bestehen können, reicht das. Weil über die Vererbung jeder, der Familienstellen mal gemacht hatte, weiß, irgendwann kommt man immer an dieses Missbrauchsthema in der Mutterlinie fast. Und wenn nicht, unsere Seele, wir alle kennen das, dieses Gefühl, diese wichtigste Entscheidung nicht frei treffen zu können, das ist in unsere Seelen programmiert. Dass in einer Kultur man sich nicht aussuchen kann, wen heirate ich, sondern man wird verheiratet. Dass man vielleicht selber falsche Entscheidungen trifft, aufgrund von Macht und Geld und was alles zugehört. Übrigens, ich habe das nicht nachgeprüft, habe es aber mal gelesen, das erste Geld, das war ein Gutschein in einem Tempel mit einer Priesterin dort das Fruchtbarkeitsritual durchführen zu dürfen. Also Prostitution und Geld sind da auch nah beieinander. Und diese Schoßchakra-Reinigung, um die es geht, das ist im Grunde was, was eine erwachte Mutter mit ihrem Kind tun kann. Wenn sie sich ihrer Göttlichkeit voll bewusst ist, dann ist eine Schwangerschaft für eine Seele wie ein Reset. Es ist alles gut. Die ganzen vergangenen Leben, alles war nur ein Traum. Maya, die große Illusion. Und diese Form von Heilung, nachträglich, auch wenn eure Mutter nicht so reif und erwacht war, das bei euch zu tun, das als Initiation zu bekommen, darum geht es bei der Schoßchakra-Reinigung. Das geht natürlich nicht von jetzt auf gleich, es gibt 9 Energieschübe, das hat mit den 9 Planeten zu tun, dazu komme ich noch gleich. 9 Energieschübe und danach entfalten sich diese Energieschübe. Das ist wie, wenn ihr einen Stein in einen klaren See fallen lasst, diese Kreise, die weiten sich immer weiter aus. Sodass ihr also auch für eure Seele diesen Reset, dieses alles neu machen können, alles so gestalten können, wie ich das möchte in meinem Leben. Das ist letztlich Heilung. Dann wird man nicht mehr krank. Weil diese Energieblockaden, das hat alles mit Emotionen zu tun und mit Glaubenssätzen. Ich kann nicht, ich würde ja gerne, aber es geht nicht. Ich würde ja gerne den Beruf machen. Ich würde ja gerne mich lieber scheiden lassen. Ich würde ja gerne dies oder das, aber ich kann nicht. Diese Machtlosigkeit. Dass sich das nach und nach wieder entfaltet. Es ist natürlich auch, möchte ich nicht verschweigen, eine Herausforderung, wenn man sich darauf einlässt. Weil diese ganzen Programmierungen, die noch in unserem Kopf stecken, die werden nicht automatisch gelöscht. Das müssen wir aufgrund unseres freien Willens selbst loslassen. Aber bei den Menschen, die diese Reinigung gemacht haben, die merken, sobald ich meinem Herzen folge, dann ist Tür und Tor für das ein oder andere Wunder durchaus offen. Ja. Was gibt es noch zu sagen? Genau, ich hatte von den 9 Planeten gesprochen. Und der eine oder andere hat sich vielleicht schon mal mit Astrologie beschäftigt. Ist euch schon mal aufgefallen? Dabei geht es ja bei der Astrologie immer um den Geburtszeitpunkt. Das ist das Geburtshoroskop. Aber wir existieren doch schon viel vorher. Und wenn da die Kraft von dieser Ebene stark genug ist, dann macht uns das nichts mehr. Dann können wir diese eingefahrenen Muster überwinden. Ja, und das ist im Grunde die Essenz dieser Schoßchakra-Reinigung, die ich euch gerne zur Verfügung stelle. Jeder, der möchte, kann sich in der Pause bei mir so einen kleinen Gutschein-Coupon abholen. Da ist so ein Code drauf. Ich habe mir da was ausgedacht. Wie mache ich das, dass hier alle, die hier sind, das bekommen können, aber ich nicht jetzt von jedem Namen und Adresse und alles Mögliche aufschreiben muss. Also ihr könnt das nehmen und dann auf meiner Webseite euch dafür anmelden. Ja. Das wollte ich eigentlich nur teilen, das war mir das Wichtigste. Es gibt noch viel mehr, was ich gerne mit euch teilen würde. Du kannst gerne noch ein bisschen erzählen, wir sind nicht so im Zeitdruck. Oder? Oh. Ja.
Also erstmal danke, dass ihr da seid. Das ist so das Wichtigste. Ja, mir fällt nichts mehr ein. Ja, ganz herzlichen Dank. Das, vielen, vielen Dank. Ich fand, das ist wieder ein sehr gutes Beispiel vom Berührenlassen, das, was wir letztes Mal auch hatten. Wenn hier jemand oben steht und wirklich zulässt, dass die Emotionen mit durch die Worte fließen dürfen, dann kommt es bei uns ganz anders an. Also, ganz vielen Dank. Und bei wem was ankommt, genießt es, spürt es und freut euch, dass ihr im Leben seid.